And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Last time we learned that there was a digging site in Paris where they found, in fact, a statue of Baphomet, the idol that the Templars apparently worshipped. Or not worshipped. Well, in any case, they found this statue of Baphomet with some Templar symbols engraved, and we are about to enter, infiltrate that digging site. We actually have the key to the door which leads to this site. However, it's guarded by a man that we need to get rid of. And we need to do something with this key. I suppose we could try to make a copy of it. We still have this eine handful Gips, die von plaster lying around, so we could try to do that trick again. There's some soap lying there. Hängt an der Wand. Die Hähne sind verrostet. Oh Mann. Oh Mann, dreckige Seife, wie schafft. Ich brauche gar nicht nahe ranzugehen, um festzustellen, dass die Toilette mal sauber gemacht werden müsste. Okay, combine this with this. Ich mache in der Seife einen Abdruck des großen Schlüssels. Combine the plaster with this matrix. Sorgfältig brösle ich den Gips in die Seifenform, die ich von dem Schlüssel gemacht habe. And now combine this with the sink. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Okay, now we have a plaster key, which... Das ist meine Gipskopie vom Ausgrabungsschlüssel. Das Problem ist, er sieht wie Gips aus und fühlt sich wie Gips an. It looks like plaster and feels like plaster. We can fix the look like plaster, I think, by using the paint from the painter. Let's get out of here. So we need to distract the painter in order to get access to his paint box, his paint pot. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel. Merci. I guess we can try to use Nicole's help. Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich dann an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Okay, the game doesn't yet... Yeah, the game doesn't yet know that we want... Well, what we want to do. So, of course we need... want Nicole to distract this man in order to enable us to apply the paint to this key. Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer! Okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach... Okay, now I think the game should have registered what we want to do.
Collard? Hallo Nico, ich bin's. Ich bin im Institut Hermétique de Nerval. Tschüss, George. Nein, warte noch. Ich brauche deine Hilfe. Welche Art von Hilfe? Ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr beschäftigt bin. Es dauert nur ein paar Minuten, das verspreche ich. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. By the way, for some reason, George seems to be much better drawn than Nicole. Okay, there's a lady on the phone. Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. Good thing the man isn't gay. Actually, there's a video game, The Longest Journey, in which there is a situation like this, where the player tries to persuade, this man via some romantic, advances, and the thing is that he's gay. But not in this game. You know, there are some gay characters, like the concierge of the hotel is probably gay, or is supposed to be gay. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an, und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe da noch eine Zigarette zu beenden. Und, Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Genau, we have a key that looks real. Der Gipsschlüssel hat die Farbe prima aufgesogen und sieht jetzt ganz schön echt aus, fühlt sich aber immer noch wie Gips an. However, it still feels like plaster, so we can't just hand it. So we can't just exchange the key for this plaster key and hand this back to him, because he would notice, but we know that he would, he said that he had some gloves that he would put on if it were cold. So obviously we need to turn down the thermostat. But before we do that, we need to get the keys again. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? I need to use the toilet again. Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Okay. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. I think it's not a good idea to try to exchange the key in front of his view. So let's enter the toilet again. Exchange the keys. Schnell und ohne viel Trara tausche ich den falschen Schlüssel gegen den echten aus. Okay, then turn down the thermostat. Hoping he wouldn't notice. Ich drehe die Heizung ab und warte. Now we can hand back the key to him. Was gibt es? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Now the only problem is that we need to get rid of him. But I'm sure Nicole can help us out again. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Hab ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben.
Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. It's also interesting that the guard doesn't find it suspicious in the least that he gets a call right after George has called someone. But anyway, von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha! Du elefantöser Dumbatz, mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Stop wasting time, George, and enter the digging site. I don't think there's actually any time limit in the section, but let's hurry up anyway. Ah, there's Baphomet, or rather the statue depicting Baphomet. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. And André mentioned that there was some blood at the base of the statue. There's a human skull. Nein, danke, ich trage schon genug Plunder mit mir rum. That isn't junk, George. That's the humans. Klasse. Noch mehr Leichen. Yeah. Obwohl die Gendarmen hier wohl keine Verdächtigen festnehmen werden. Es sei denn, sie hätten eine Zeitmaschine. Dieser Typ muss schon seit Jahrhunderten hier liegen. Well, not necessarily, but... In der Mitte des Bodens ist ein merkwürdiges Mosaik eingelassen. Ganz verwirbelt und verzerrt. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. I bet we could use the chalice and look and see the picture more clearly in the reflection. Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Ah, so that's... So, so the blood was actually just the red paint, which the image of the ich church Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja, es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Is there something new? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. I don't think so, actually.
Well, the statue might be new, I'm not sure. Das ist das Gesicht der Statue, die ich in Bull's Head gesehen habe. No, I think this, yeah, that's it. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. And when we will come back, folks, we will go to Spain and return the chalice to the Countess. And maybe, well, solve another mystery. Until next time, folks, until then.